Hallo, mein Name ist Thomas Mese, ich bin der Autor des Buches Die Demokratielüge, 150 Jahre deutscher Obrigkeitsstaat. Wir schreiten fort im vierten Kapitel zur Realgeschichte. Es ist dies heute das sechste Video zum vierten Kapitel. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie Deutschland dann, das Deutsche Reich, das Kaiserreich, in den Ersten Weltkrieg geschlittert ist. In erster Linie war das die Folge einer katastrophalen Diplomatie. Den Sargnagel stellte dann der Blankoscheck dar, den das Deutsche Reich an Österreich-Ungarn ausgestellt hat. Und Österreich fühlte sich allererst dadurch so stark, dann seine Strafaktion gegen Serbien durchzuführen. Und das hat dann eine Kettenreaktion ausgelöst und die europäischen Mächte gegeneinander aufgebracht. Und die USA, den Engländern ohnehin zugeneigt, warteten nur darauf, früher oder später auch dort ja, offiziell in dieses Geschehen eingreifen zu können. Ich sage mal, die Bezeichnungen, unter denen die politischen Regime firmieren hier im deutschen Obrigkeitsstaat, haben sich natürlich geändert. Monarchie, Erste Republik, Diktatur, Zweite Republik, aber letztlich, was die dilettantischen und politisch unreifen politischen Leader anbetrifft, hat sich eigentlich nichts verändert. Und man sollte das noch einmal eingedenk halten. Die Kanzler im Kaiserreich waren die obersten Beamten des Kaisers. Also sie hatten selbst wenig Gestaltungsspielraum und hatten mehr oder weniger das umzusetzen, was dem Kaiser da gerade in den Kopf stieg. Und Wilhelm II. War da nun gerade auch sehr erratisch und hat sie dann ja auch teilweise brüskiert und überrumpelt mit seinen Ideen. Und in der Weimarer Republik war dann der Reichspräsident natürlich die starke Person und nicht der Kanzler zu stark. Und das hat ja dann auch da ins Elend geführt. Wir wollen aber nicht vergessen, dass führende Politiker im deutschen Obrigkeitsstaat, im deutschen Nationalstaat, wenn wir dieses Gebilde des westdeutschen Teilstaats überhaupt noch als Nationalstaat bezeichnen wollen, eigentlich Beamtenkreaturen geblieben sind. Der erste Kanzler Adenauer war sein Leben lang Beamter und er war dann in dem Moment der erste Kanzler im fortgeschrittenen Pensionärsalter. Und in diesem Moment war es eben nicht mehr der Kaiser, der die Richtung vorgab, sondern es waren natürlich die Westalliierten. Und insofern unter den unterschiedlichen politischen Systemen, die wir gehabt haben, hat sich niemals eine politisch reife, eigenständige Klasspolitik eben mit jenen Führungspersönlichkeiten herausbilden können, die es aber braucht, um so ein Land in der Mitte Europas einigermaßen unter Wahrung der wohlverstandenen Eigeninteressen durch die Zeit zu bringen. Also das haben wir bis heute nicht und wir hatten ja auch über das Phänomen der adversen Selektion respektive Negativauslese im politischen Betrieb gesprochen. Und gesehen, wie dann eben gerade zu Beginn auch unter Bismarck die fähigen Köpfe in die Wirtschaft gegangen sind, weil sie unter Bismarck nicht aufsteigen konnten in der Politik. Bismarck hat ja alles, das ihm seine Selbstherrlichkeit antasten konnte, sozusagen weggebissen. Und so haben wir gleichzeitig gesagt, hatte der Lobbyismus leichtes Spiel, in das politische System hineinzuspielen und seine Interessen zu verfolgen, was dann eben am Vorabend des Ersten Weltkriegs gerade durch die Großindustrie und durch die Rüstungsindustrie auch erfolgt ist und die Situation in Europa noch einmal aufgeheizt hat. In anderen Nationen war das aber nicht so. Und das ist ein Grund, warum eben unsere heutigen sogenannten Spitzenpolitiker dann in den EU Formaten oder in den transatlantischen Formaten, wie gerade dieser Tage, so eine überaus schwache Figur abgeben, weil sie sind eben Beamtenkreaturen bis heute geblieben, die letztlich keine starken Verhandler sind. Und das ist ja das, was wir dann durchweg sehen werden,
dass sie letztlich das Land, seine Ökonomie ausverkaufen und sich überhaupt nur aus diesem Wege eben, wie sie die Volkswirtschaft ausverkaufen, überhaupt Anerkennung erkaufen können in diesen internationalen Verhandlungsformaten. Heute gehen wir nun über zu den drei Kriegslisten. Der Krieg ist ja nach einem Monat schon stecken geblieben. Also der Schliefenplan hat nicht funktioniert. Es blieb im Stellungskrieg steckend. Den Eingeweihten war nach nicht viel mehr als einem Monat klar, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen war. Und trotzdem gab es eben diese Kräfte, die immer weiter, eben auch unter Verfolgung ihrer Partikularinteressen auf Siegfrieden gesetzt haben, was aber illusorisch gewesen ist. Und wir hatten dann ja auch diese kleine Episode der Propagandaprofessoren, ja, diese Koryphäen der Wissenschaften, die sich dann wie ein Mann hinter dieses Regime und den Hasardkurs des Kaisers gestellt haben. Und jetzt haben wir drei Kriegslisten, von denen, das kann ich hier vorwegnehmen, nur eine verfängt, aber diese eine verschafft Deutschland jedenfalls im Osten mit Blick auf Russland, das mit sich selbst beschäftigt ist, weil da gerade Revolution ist, ein wenig Spielraum verschafft. Aber das ist eben auch interessant und das muss man sehen. Es ist letztlich der deutsche Staat, und das werden wir gleich sehen, der kommunistischen Revolution in Russland zum Durchbruch verholfen hat. Und dann späterhin wiederum ist es der deutsche Staat, der an erster Stelle steht, wann immer es darum geht, den Kommunismus zu bekämpfen. Das war natürlich unter dem Nationalsozialismus so, aber nicht minder dann im westdeutschen Teilstaat, in dem Moment im Schulterschluss mit den Westalliierten allen voran, mit den Amerikanern. Also man muss eben, und jedenfalls hat mir das sehr geholfen, in der Beschäftigung mit der Geschichte, man muss eben immer versuchen, Anknüpfungspunkte an die Gegenwart zu finden. Dann ist es keine tote Geschichte mehr, sondern dann ist das, was da passiert, etwas, das direkt in Zusammenhang mit dem steht, was wir zum Beispiel heute erleben im Ukraine-Konflikt und was uns eben auch hilft, die gegenwärtige Gemengelage besser zu verstehen. So, wir setzen also ein mit den drei Kriegslisten. Genau, 4.12, drei Kriegslisten. Zurück im deutschen Staat zu Kaisers Zeiten. Nicht der Verständigungsfrieden, sondern der Siegfrieden stand einstweilen auf der Agenda des deutschen Staates und seiner Propagandaprofessoren. Und so lange standen die Söhne des Volkes weiter in sinnloser Schlacht im Feld. Zu drei unritterlichen Kriegslisten würde man jetzt greifen, wohlgemerkt, nicht, dass die Seeblockade der Briten ritterlich gewesen wäre, von denen nur eine tatsächlich eine spürbare Entlastung schaffen sollte. Zunächst unrühmlich, die so viel von Kultur faselten, würden als Erste den Kulturbruch begehen. Der Einsatz von Giftgas, Chlorgas, später Senfgas, im April 1915 an der Westfront. Die Gegner zogen nach, nichts war gewonnen, außer für die gegnerische Propaganda vielleicht und die deutsche chemische Industrie. Die lieferte Grünkreuz, Blaukreuz, Gelbkreuz, natürlich. Noch vor der Seeberg-Adresse dieses evangelischen Theologen und Kulturprotestanten war das. Man soll das nicht vergessen. Die zweite Kriegslist war im Grunde keine List, sondern eine Dummheit mit Ankündigung. Die Rede ist von dem sogenannten uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Die Seeblockade der Briten war, wie bemerkt, ebenfalls entgegen dem Völkerrecht. Nur gab es keinen mächtigen Staat, der den Achsenmächten wohlgesonnen war und damit drohte, in den Krieg einzutreten, wenn sie nicht aufgehoben würde. Zwar kritisierten die USA die Seeblockade, in den Krieg gegen Deutschland einzutreten, drohten sie jedoch für den Fall des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs. Das erste entscheidende Ereignis war bereits im Mai 1915 die Versenkung der britischen
Lusitania durch ein deutsches U-Boot. An Bord der Lusitania waren Waffen. Unter den Passagieren, die umgekommen waren, befanden sich aber auch mehr als 100 US-Staatsbürger. Bereits zu diesem Zeitpunkt drohten die USA mit Kriegsantritt. Es stand außer Frage, dass die USA parteiisch waren und nicht gegen England, Seeblockade hin oder her, sondern gegen Deutschland in den Krieg ziehen würden. Die einseitige Parteinahme des US-Präsidenten Wilson war in den USA keineswegs unwidersprochen. Der Demokrat und Secretary of State unter Wilson, William Jennings Bryan, hatte sich für ein neutrales Amerika ausgesprochen. Als Wilson den deutschen U-Boot-Angriff auf und die Versenkung der Lusitania verurteilte, wies Bryan darauf hin, dass sich auf dem Passagierschiff immerhin Waffen befunden hätte und erwartete eine ebenso entschiedene Verurteilung der britischen Kontinentalblockade durch den US-Präsidenten. Als Wilson seine Einseitigkeit nicht aufgab, legte Bryan sein Amt unter Protest nieder. Damit war klar, auf welchen Seite die USA stehen würden. Und Deutschland befand sich ja nur im Krieg mit der ganzen alten Welt und es wäre gut beraten gewesen, jetzt nicht auch noch die neue Welt gegen sich aufzubringen. Besonnene Köpfe warnten deshalb vor dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Zu diesen zählten zunächst noch der Reichskanzler Bethmann Hollweg und der Kaiser, Tirpitz hingegen, der Lobbyist, dessen teure Kriegsflotte bislang so recht keine entscheidende Wendung gegen die Engländer herbeizuführen vermochte, trat Anfang März 1916 eine öffentliche Kampagne für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg los, mit der ein Kriegseintritt der USA bewusst in Kauf genommen werden sollte. Andere sahen da hingegen im Vorhinein exakt und präzise, welche Folgen ein Kriegseintritt der USA haben würde, und warnten eindringlich. So Max Weber in einer Denkschrift aus der ersten Märzhälfte. Quote: Jeder Kenner Amerikas muss als wahrscheinlich ansehen, dass ein Krieg von ihm mit mindestens der gleichen Hartnäckigkeit geführt würde wie bisher von England, und dass im Falle unserer Unfähigkeit, ihn durchzuhalten, wir überaus schmähliche Bedingungen annehmen müssten. Falls nicht eine überaus schnelle Kapitulation Englands erzwungen wird, bedeutet das Eingreifen Amerikas eine Verlängerung des Krieges um mehrere Jahre. Diese Denkschrift erreichte auch das Auswärtige Amt und die Reichskanzlei. Tirpitz geriet ins Hintertreffen und wurde Mitte Mai 1916 entlassen, auch weil der Kaiser sich von ihm und seiner Kampagne hintergangen fühlte. Damit war der uneingeschränkte U-Boot-Krieg vom Tisch, vorerst jedenfalls. Bereits kurze Zeit später drängte die oberste Heeresleitung aber erneut auf den U-Boot-Krieg, weil das Heer zusehends ins Hintertreffen geriet. Mit der Dauer des Krieges nahm auch der Einfluss des Militärs auf die Politik und den Kaiser zu. Dann, Anfang 1917, wagten Hindenburg und Ludendorff einen erneuten Vorstoß, den Kaiser für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu gewinnen. Die Admiralität hatte auf dem Papier einen großspurigen Plan entworfen, nachdem England niedergerungen werden könnte, noch bevor die USA ihnen zu Hilfe eilen würden. Zwar hatte sich an Max Webers Prognose rein gar nichts geändert, dieses Mal jedoch stimmte der erratische Kaiser zu und Bethmann-Hollwegs Position war inzwischen schwächer denn je. Am 1. Februar 1917 trat Deutschland in den uneingeschränkten U-Boot-Krieg ein. Die Verluste der Alliierten waren zunächst erheblich, konnten durch die Einführung des Konvoisystems aber begrenzt werden. Als die USA dem Deutschen Reich am 6. April den Krieg erklärten, war England keineswegs in die Knie gezwungen. Damit war auch diese zweite Kriegslist des deutschen Staates gescheitert. Dahinter stand noch immer die Idee eines Siegfriedens, von dem das Deutsche Reich mit dem Kriegseintritt der USA weiter entfernt war denn je. Es reichte ja nicht, einen seiner zahlreichen Kriegsgegner in Bedrängnis zu bringen, um Forderungen stellen zu können.
Es hätten schon alle überwunden sein wollen. Bismarck hatte für diese Komplexität der deutschen Mittellage noch ein untrügliches Sensorium. Die ihm nachfolgenden Funktionseliten des deutschen Staates wollten mehr, vermochten in ihrer Epigonenhaftigkeit aber so entsetzlich viel weniger. Der böhmische Gefreite, langsam erscheint er ja am Horizont, würde dann die Vervollkommnung und Verkörperung von Dilettantismus und der Hybris des deutschen Staatsmannes. Es gab damals, anders als heute, noch keine versagenden Staatsfrauen in hohen und höchsten Positionen, in einer Person sein. Allein, wir greifen vor. Die dritte Kriegslist, immerhin, das hat funktioniert, sehr deutsch, entsetzlich bigott, hochtheoretisch ein Husarenstück. Im Westen war nichts zu machen. Wir beschreiben hier in einem Satz Ungeheuerlichkeiten und Abscheulichkeiten, ohne uns noch näher damit zu beschäftigen, wohl wissend, dass an der Ostfront an einem Tag in wenigen Stunden die Populationen ganzer Großstädte sinnlos und auf allen Seiten ausradiert worden sind. Wir sehen das wohl. Allein ist dies keine Militärgeschichte, sondern eine des deutschen Obrigkeitsstaats. Wie könnte man sich aber Entlastung an der Ostfront verschaffen? Lenin, Wladimir Iljitsch, der könnte das. Dieser russische Berufsrevolutionär verbrachte die längste Zeit des Ersten Weltkriegs im schweizerischen Exil. Von der Sozialdemokratischen Partei Europas, die sich von ihren Nationalstaaten haben auf die Vaterlandsverteidigung einschwören lassen und wie die deutsche Sozialdemokratie den Kriegskrediten zugestimmt hatten, war er maßlos enttäuscht. Das war nachvollziehbar und man brauchte kein Sozialist zu sein, um diese Auffassung zu teilen. Die zweite sozialistische Internationale hatte versagt. Das musste man objektiv feststellen. Die Arbeiter aller Länder lagen sich in den Schützengräben gegenüber und bekämpften sich bis in den Tod für Interessen, die nicht ihre eigenen und die ihrer Klasse waren, wenn diese Kategorie irgendeinen Sinn machen sollte. In den Heimatländern der meisten Kriegsparteien, im Deutschen Reich zumal, wurde ihrer Klasse noch nicht einmal die gleiche politische Teilhabe gewährt, wie den Klassen, für deren Interessen sie kämpften. Verkehrte Welt. Lenin war unerbittlich. Unerbittlicher als ein deutscher Sozialdemokrat jemals sein könnte oder sein würde. Nicht gegen andere Staaten sollten die Arbeiter kämpfen, sondern gegen die eigene Regierung. Und weil er russischer Revolutionär war, hieß das konkret, nicht gegen die Deutschen sollten die russischen Arbeiter kämpfen, sondern gegen die Zarenherrschaft im eigenen Land. Bereits mit der Februarrevolution war 1917 der Zar gestürzt worden. Eine provisorische Regierung, zunächst unter Lwow und dann unter Kerensky, hielt Russland aber im Krieg. Lenins Partei, die Bolschewiki, konnte nach dem Sturz des Zaren zwar wieder ungehindert öffentlich auftreten, sie war allerdings stark dezimiert und ihr fehlte die Spitze. Es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden, wie das neue Russland sich konstituieren würde, parlamentarische Demokratie oder Diktatur des Proletariats. Lenin selbst suchte händeringend nach Möglichkeiten, aus der Schweiz zurück nach Russland zu gelangen. Die mit dem alten Russland verbündeten Kriegsparteien, Frankreich und England, hatten jedoch nicht das geringste Interesse an einer Rückkehr Lenins nach Russland und verweigerten ein Visum. Pläne, inkognito mit dem Flugzeug nach Russland zu gelangen, ließen sich auch nicht realisieren. Für das Deutsche Reich war ein Sieg von Lenins Partei allerdings hochattraktiv, weil dies aller Wahrscheinlichkeit nach den Rückzug Russlands aus dem Krieg nach sich ziehen würde. Unter Federführung des Auswärtigen Amtes setzten deutsche Kreise alles in Bewegung, Lenin nach Russland zu verschaffen. Eine Schlüsselrolle spielte der deutsche Gesandte in Kopenhagen, Brockdorf Rantzau. Er wird uns später noch als deutscher Außenminister bei den Verhandlungen in Versailles begegnen. Brockdorf Rantzau stand in Verbindung mit dem umtriebigen deutsch-russischen Sozialisten Alexander Helpern-Parvus, der Kontakt mit russischen Revolutionären in der Schweiz und allen voran Lenin aufnahm. Helpern-Parvus ließ sich seine helfende Hand mit deutschem Geld reich entlohnen.
So konnte erreicht werden, dass Lenin mit einigen anderen Revolutionären in einem Zug aus der Schweiz über Deutschland, Schweden und Finnland nach St. Petersburg verbracht wurde. Die Reise begann am 9. April und dauerte bis zum 16. April 1917. Während der Fahrt durch Deutschland war der Personenwagen, in dem Lenin reiste, plombiert. Als so gefährlich hatte man die revolutionäre Fracht durchaus eingestuft. Lenins Rückkehr nach Russland und die Unterstützung der Bolschewiki mit deutschem Geld waren entscheidende Faktoren für den Durchbruch der bolschewistischen Oktoberrevolution und mittelbar für das Ausscheiden Russlands aus dem Krieg. Theodor Schieder sieht einen starken Zusammenhang zwischen den deutschen Bemühungen, Lenin aus der Schweiz nach Russland zu verbringen, und dem Waffenstillstand und späteren Friedensvertrag von Brest-Litovsk. Quote: So kamen Unterhandlungen über einen Waffenstillstand zustande, die am 15.12.1917 mit der Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens in Brest-Litovsk endeten. Damit wurde nicht der allgemeine Friede eingeleitet, sondern vielmehr ein Sonderfrieden, wie ihn Deutschland seit langem gesucht hatte und nun unter gänzlich veränderten Bedingungen erhielt. Unter dem Einfluss Lenins, der sich gegen die Anhänger eines weltrevolutionären Krieges durchsetzte, wurde der Friedensvertrag von Brest-Litovsk am 3.2.1918 unterzeichnet. Endquote. Es sei hier auch bemerkt, dass die Art und Weise, mit der die dritte oberste Heeresleitung unter Federführung von Ludendorff und vertreten durch General Hoffmann in Brest-Litovsk aufgetreten ist, nicht weniger rabiat gewesen ist als das, was im Deutschen Reich wenig später in Versailles widerfahren sollte. Auch hier sind Russland massive Gebietsabtretungen und damit der Verlust wichtiger industrieller Infrastruktur durch militärischen Druck abgezwungen worden. Am Ende des Ersten Weltkriegs hatte kein Vertreter dieses deutschen Staates irgendein moralisches Recht, sich durch die Siegermächte ungerecht behandelt zu fühlen. Wir sprechen hier vom deutschen Staat und nicht von der Gesellschaft. Bemerkenswert bleibt dieser Coup der Zugverschickung Lenins dennoch. Was deutsches Militär nicht vermochte, das vermochte deutsche Philosophie von Hegel über Feuerbach bis Marx, der sogenannte Links-Hegelianismus, das russische Zarenreich zu stürzen. Davon nämlich war Lenin, dessen Mutter von deutscher Abstammung war und der Deutsch sprach, in seinem revolutionären Denken nachhaltig beeinflusst. Wir sollten uns im weiteren Verlauf der Geschichte des deutschen Obrigkeitsstaates stets vor Augen halten, welchen entscheidenden Einfluss der deutsche Staat auf die inneren Angelegenheiten Russlands genommen hat und wie er der Oktoberrevolution zum Durchbruch verholfen hatte. Wir werden sehen, wie es bald im deutschen Staat unter dem Nationalsozialismus und auch in der BRD zu einer Art Schlüsselqualifikation werden wird, ein bekennender Antikommunist zu sein, wenn man es im Staatsdienst so etwas bringen wollte. Ja, es würde nicht selten so sein, dass hohe Richter und Beamte sowohl im Nazistaat als auch im BRD-Staat Karriere machten, ohne dass sie ihre diesbezügliche Gesinnung wesentlich adjustieren mussten. Eine weitere verstörende Invarianz deutscher Staatlichkeit und eine Bigotterie sondergleichen, wenn man das Zustandekommen jener Zugreise Lenins aus der Schweiz nach Russland im April des Jahres 1917 kennt. Ein Schritt vor, zwei zurück. Russland befand sich nicht mehr im Krieg, dafür aber das vor Kraft, Material und Kapital strotzende US-Amerika. Deutsche Politik nach Bismarck, alles wollen nix vermögen. Auch der Völkermord an den Armeniern 1915-16, eine asiatische Tat, die im Historikerstreit Mitte der 1980er Jahre und danach noch unterschiedliche Deutungen erfahren wird, durch die jungtürkische Regierung des Osmanischen Reiches verantwortet, einen Verbündeten des Deutschen Reiches, war in Deutschland bis in höchste Kreise bekannt.
Reichskanzler Bethmann-Hollweg weigerte sich aus bündnispolitischen Gründen heraus jedoch öffentlich dagegen Stellung zu beziehen. Die Bereitschaft zum Kulturbruch war im deutschen Staat und bei seinen Funktionseliten nicht erst im Zweiten Weltkrieg vorhanden, sondern bereits bei diesem ersten sinnlosen Großkrieg. Mit der Dauer des Krieges wurde diese Ruchlosigkeit noch dadurch verstärkt, dass die Militärs zunehmend an Einfluss auf den erratischen Kaiser und die politische Führung gewannen. Dies hatte für die weitere Entwicklung die fatale Folge, dass die vernunftgeleiteten Befürworter eines Verständigungsfriedens hoffnungslos ins Hintertreffen gerieten und die Befürworter eines Siegfriedens umso verbissener an diesem Ziel festhielten, je weniger die Aussicht bestand, es noch zu erreichen. Seit 1916 übernahm die dritte oberste Heeresleitung zunehmend auch die politische Initiative. Es war die dritte oberste Heeresleitung, die den zögerlichen Kaiser und seinen zur Zurückhaltung mahnenden Kanzler in den uneingeschränkten U-Boot-Krieg drängte. Für den Fall, dass Bethmann-Hollweg sich weiterhin verweigern würde, sollte er gestürzt werden. Und wieder ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Die versenkte Tonnage führte den Alliierten an anfänglich erhebliche Verluste zu. Das war aber ein Pyrrhos-Sieg, weil damit der Eintritt der USA in den Krieg unabwendbar geworden war. Was jetzt passieren würde, hatte Max Weber in seiner Denkschrift exakt und präzise prognostiziert. Und auch die eine Kriegslist, die aufgegangen war, Russland aus dem Krieg zu nehmen und an der Ostfront den Rücken frei zu bekommen, wurde durch die dritte oberste Heeresleitung sinnlos verspielt. Anstatt die Entlastung im Osten und damit gestärkte Position der Mittelmächte für einen Verhandlungserfolg zu nutzen, warf Ludendorff die letzten verbleibenden militärischen Kräfte am 21. März 1918 in die Frühjahrsoffensive entlang der Somme, die unter schweren Verlusten am 5. April zum Erliegen kam. Jetzt ging der zunehmend von seinen eigenen Dämonen getriebene Ludendorff zum Angriff über Flandern über. Dies jedoch durch den vorherigen Misserfolg sowohl militärisch als auch in seinem persönlichen Ansehen bereits erheblich geschwächt. Auch dieser Vorstoß erlag Ende April den überlegenen alliierten Kräften. In Deutschland war es der wegen der prekären Versorgungslage bereits zu Ende des Jahres 1918 zu Massenstreiks gekommen. Es ist für die spätere Beurteilung der Rolle der SPD am Anbeginn der Weimarer Republik wichtig darauf hinzuweisen, dass die Organisation dieses Widerstands von der USPD und nicht von der Mehrheitssozialdemokratie ausgegangen war. Trotz des wachsenden Widerstands auch im eigenen Land führte die dritte oberste Heeresleitung ihre so verzweifelten wie sinnlosen Teiloffensiven bis Mitte Juli 1918 weiter fort. Sie hatten sich so sehr in den Wahn eines Siegfriedens verrannt, dass sie schließlich auch jeglichen Spielraum für einen Verständigungsfrieden verloren hatten. Theodor Schieder beschreibt die im deutschen Staat seit 1917 unter den schwachen Kanzlern Michaelis und Hertling herrschenden Verhältnisse als Militärdiktatur. Quote: Auf der einen Seite kommt es zu einer diktaturähnlichen Konzentration der Macht bei der dritten obersten Heeresleitung Hindenburg-Ludendorff, spätestens nach dem Sturz des Reichskanzlers Bethmann-Hollweg am 13.07.1917, auf der anderen zu einer Erweiterung der Kompetenzen des Reichstags. Freilich steht es mit diesen Vorgängen im scharfen Kontrast, dass die tatsächliche Macht in der Reichspolitik bei den militärischen Führern lag und anders als in den westlichen Ländern eine militärische Kriegsdiktatur errichtet wurde. Endquote. Die Alliierten hatten inzwischen die Oberhand gewonnen und drängten unter Führung des französischen Oberbefehlshabers Ferdinand Foch die deutschen Truppen an der Westfront zurück. Es dauerte aber noch bis zum 28. September. Die deutschen Verbündeten waren längst der Übermacht der Alliierten erliegen, als Ludendorff seinen Nervenzusammenbruch erlitt. Es legt sich gewissermaßen wie eine Klammer um dieses größenwahnsinnige militärische Abenteuer des deutschen Staates, am Anfang der Zusammenbruch Moltkes und am Ende der Ludendorffs. Dass man Militärs nicht trauen darf, konnte man daraus lernen und dass sie die Konsequenzen ihres Wahns schließlich doch nicht zu tragen vermögen. Anfang Oktober 1918 mit Max Baden war wieder einmal ein neuer Reichskanzler berufen. War Ludendorff zu einem Waffenstillstandsangebot auf der Grundlage
des 14-Punkte-Programms des US-amerikanischen Präsidenten eingeschwenkt. Gerade noch 5 sinnlose Schlachten in der Frühjahrsoffensive für den Endsieg und jetzt Unconditional Surrender. War der Mann überhaupt schon wieder von seinem Nervenzusammenbruch genesen? War er schon wieder zurechnungsfähig? War er dies überhaupt jemals gewesen? Max Baden äußerte noch Bedenken gegen ein sofortiges Waffenstillstandsangebot, weil ihm so jeder Verhandlungsspielraum für solide Friedensverhandlungen genommen war. Ludendorff, gestützt durch das Auswärtige Amt, setzte sich durch. So wurde das deutsche Angebot über die Schweiz an die USA übermittelt. Als dann deutlich wurde, dass die deutschen Verhandlungspositionen so schwach sein würde, wie zu erwarten gewesen war, nachdem die dritte oberste Heeresleitung jeden Verhandlungsspielraum verspielt hatte und die Alliierten die Demilitarisierung forderten, vollzog Ludendorff seinen vorerst letzten Schwenk, von dem uns Theodor Schieder berichtet. Quote: Diese unverhüllte Forderung nach völliger militärische Entmachtung hat noch einmal den Widerstandswillen der deutschen Heeresleitung aufflammen lassen, ohne dass dies noch die Lage zu ändern vermochte. Ludendorff, der selbst die Einleitung der Verhandlungen gefordert hatte, nachdem er bis zuletzt die Verkörperung eines uneingeschränkten Siegwillens gewesen war, nahm am 26.10. seinen Abschied. Endquote. 4.14, Ludendorff stiehlt sich aus der Verantwortung. Halb vom Hofe gejagt und halb davon geschlichen, war Ludendorff dann einer der Ersten, die an der sogenannten Dolchstoßlegende, der Waffenstillstand am 11. November 1918 erfolgte in der Tat bereits unter dem Rat der Volksbeauftragten, strickten, nach der die deutsche Armee hinterrücks durch das revoltierende Volk und die zu einem Verständigungsfrieden bereiten Parteien, SPD, Zentrum, Fortschrittspartei, erdolcht worden sei. Die damit verfolgte Absicht war, von der Verantwortung der Militärs und des Heeres, das im Feld unbesiegt geblieben sei, abzulenken. Deshalb auch fand sich kein hoher Militär bereit, die deutsche Delegation anzuführen, die im Wald von Compiègne die Waffenstillstandsbedingungen entgegenzunehmen hatte. Ein Zivilist, Matthias Erzberger vom Zentrum, hatte sich von Hindenburg vorschicken lassen und würde für diesen unbedachten Zug keine 3 Jahre später einen hohen Preis bezahlen. Auch in den irren Plan der Marineleitung, die deutsche Seekriegsflotte nach bereits erfolgtem Waffenstillstandsangebot in ein letztes Himmelfahrtskommando gegen Ender zu schicken, war Ludendorff eingeweiht. Nachdem der Flottenbefehl am 24. Oktober ergangen war, verweigerten die Matrosen am 27. Oktober den Befehl. Hieraus entwickelte sich der Kieler Matrosenaufstand, der als Initialzündung für die jetzt ausbrechende Novemberrevolution angesehen wird. Möglicherweise oder sogar wahrscheinlich hat diese Befehlsverweigerung 80.000 Seeleute vor einem weiteren sinnlosen Gefecht bewahrt. Nicht Siegfrieden, nicht Verständigungsfrieden, weitaus schlimmer sollte es nun kommen. In Versailles, die Franzosen hatten den 18. Januar 1871 nicht vergessen, würde es nun bald einen Diktatfrieden zu den Bedingungen der Alliierten geben. Max Weber, der zur deutschen Delegation gehörte, versuchte da noch einmal Ludendorff in die Pflicht zu nehmen. Marianne Weber, seine Frau, berichtet uns davon. Quote: Jetzt ist die Situation, in der der General sich bewähren kann. Dem schmachvollen Verlangen der Entente, dass Deutschland vor neue, unlösbare Komplikationen stellt, kann er durch Selbstauslieferung zuvorkommen, dadurch seinen eigenen blanken Schild dartun, die Ehre der Nation retten und dem Feind die größten Schwierigkeiten machen. Vor allem ein solcher heroischer und ritterlichen Akt würde den Glauben der Nation an sich selbst und zugleich ihr moralisches Ansehen im Ausland stärken. In diesem Sinne schreibt Weber kurz vor seiner Abreise nach Versailles an Ludendorff. Er teilt darüber in einigen flüchtigen Zeilen an seine Schwester mit: Ich fahre sogleich nach Versailles auf dringendes Ersuchen. Wozu?
Weiß ich nicht. Verspreche mir und der Sache nichts davon. Aber man tut es halt. Vorher habe ich Ludendorff noch einen brieflichen Rat gegeben. Er, Tirpitz, Kapell, Bethmann und so weiter müssen angesichts des Auslieferungsbegehrens der Feinde wissen, was sie jetzt sofort zu tun haben. Nur dann kann das Offizierkorps einmal ruhmvoll auferstehen, wenn sie den Feinden freiwillig den Kopf hinhalten. Abwarten, was sie tun. Endquote. Ludendorff lehnte brieflich ab. Zurück aus Versailles suchte Max Weber ihn persönlich auf. Er hielt Ludendorff das politische Versagen der dritten obersten Heeresleitung vor Augen. Wenn er sich jetzt selbst auslieferte, könnte er die Ehre des Offizierskorps und der Armee wiederherstellen. Ludendorff wollte auf Hindenburg ablenken. Weber verwies darauf, dass jeder wüsste, dass nicht der alte Hindenburg, sondern Ludendorff die Nummer 1 gewesen sei. Er ließ sich nicht überzeugen. Weber resümierte. Quote: Vielleicht ist es für Deutschland doch besser, dass er sich nicht ausliefert. Sein persönlicher Eindruck würde ungünstig wirken. Noch einmal würden die Feinde finden, die Opfer eines Krieges, der diesen Typus kaltstellt, habe sich gelohnt. Ich verstehe jetzt, wenn die Welt sich dagegen wehrt, dass Menschen wie er ihr den Stiefel auf den Nacken setzen. Mischt er sich aufs Neue in die Politik, so muss man ihn rücksichtslos bekämpfen. Endquote. Er würde sich aufs Neue einmischen, aber Max Weber würde das kaum noch erleben. Genau, er würde sich erneut einmischen, dieser Idealtypus hochrangiger Funktionseliten des deutschen Staates, dilettantisch hochfahrend, im entscheidenden Moment überfordert, sich aus der Verantwortung stehlend. Beim Kapp-Putsch 1920 war er wieder dabei und dann 1923 gemeinsam mit dem böhmischen Gefreiten vor der Feldherrnhalle. Wegen seiner Verdienste, welche überhaupt, im Ersten Weltkrieg, die deutsche Justiz stand der Republik weitgehend fremd gegenüber, nach den gescheiterten Putschen freigesprochen, verrannten er und seine Frau Mathilde sich immer tiefer in esoterisches Gedankengut, das bei aller grundsätzlichen Wahlverwandtschaft selbstführende Nationalsozialisten irritierte. Sein Spätwerk, Der totale Krieg, erschien 1935, 2 Jahre vor seinem Tod. Die Verweigerung, das Versagen des deutschen Staates und seine Verantwortung in exponierter Position auch in der Rückschau nicht erkennen zu wollen, hatte pathologische Züge angenommen. Wir haben, indem wir uns mit der paradigmatischen Personalie oder dem Fall Ludendorff beschäftigt haben, den Ereignissen aber teilweise vorgegriffen. Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand von Compiègne beschlossen. In Deutschland waren zuvor im Rahmen der Oktoberreform unter dem neuen Kanzler Max Born die SPD, das Zentrum und die Fortschrittspartei in die Regierung eingebunden worden. Die Weigerung der Kieler Matrosen in den letzten Oktobertagen 1918, einem irren Befehl der Siegkriegsleitung Folge zu leisten, entzündete die Novemberrevolution. Die Mehrheitssozialdemokratie forderte die Abdankung des Kaisers, der sich aber, wie wir weiter oben gelernt haben, zwar bereits auf der Flucht befand, sich mit seiner Entscheidung aber bis Ende November Zeit lassen sollte. Seinem Cousin Niki waren zu diesem Zeitpunkt von der bolschewistischen Regierung in Russland bereits sämtliche Entscheidungsspielräume genommen. Die Sozialdemokratie suchte dahingegen in dem ihr eigenen Attentismus die Revolution nicht, sondern fürchtete sie vielmehr. Nachdem Max Born eigenmächtig die Abdankung des Kaisers und den Thronverzicht des Kronprinzen verkündet hatte, legte er am 9. November 1918 die Regierungsgewalt in die Hände von Friedrich Ebert, MSPD. Um 14 Uhr rief Philipp Scheidemann, MSPD, die Republik aus, ohne sich noch mit Ebert abgestimmt zu haben. Um 16 Uhr rief Karl Liebknecht, Spartakusbund, die Republik gleich noch einmal aus. Eine Republik wird aber nicht dadurch, dass man sie ausruft, so wenig eine Demokratie daraus wird, wenn man einem Obrigkeitsstaat ein solches Label aufklebt. Am 10. November 1918 bildeten die MSPD und die abgespaltene USPD einen gemeinsamen Rat der Volksbeauftragten. Bis zum 25. November hatten sämtliche deutschen Monarchen in den Teilstaaten abgedankt.
Unter diesen sich überschlagenden innenpolitischen Ereignissen erfolgte die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens einen Tag später im Wald von Compiègne. Nicht der nach Holland geflogene Kaiser, nicht der sich aus der Verantwortung stehlende Ludendorff, nicht die Funktionseliten des deutschen Staates würden jetzt zu bezahlen haben, sondern Volk und Gesellschaft, die in diesen Tagen mehrheitlich noch gar nicht klar sehen konnten, was ihnen eigentlich geschehen war. Max Webers Urteil blieb auch in dieser Situation untrüglich. Aus einem Brief vom 18. November 1918. Quote: Der Zusammenbruch Ludendorffs, die Demoralisierung der Armee, Folge des ewigen Aufpeitschens der Stimmung durch Versprechungen, die unmöglich erfüllt worden konnten, diese Kurzsichtigkeit und dieser Mangel an Augenmaß für das Mögliche, dann diese Würdelosigkeit des Kaisers und die Zerfahrenheit der Dilettantenregierung, das alles war qualvoll. Lange werden wir daran zu tragen haben, was unserer Ehre geschah, und nur der Taumel der Revolution ist jetzt eine Art von Narkotikum dagegen für die Menschen, ehe die schwere Not kommt. Gräulich ist auch das viele Phrasenwerk und deprimierend die vagen Hoffnungen und ganz dilettantischen Spielereien mit einer glücklicheren Zukunft, die doch in der Ferne liegt, so fern wie je. Endquote. Jetzt, am Vorabend der Deutschen Republik, die nur zu bald wieder an der Persistenz des deutschen Obrigkeitsstaats und seiner rückwärtsgewandten Funktionseliten ersterben wird, sind es zwei wichtige Handlungsstränge, die wir verfolgen. Einmal sind da die inneren Unruhen im Zuge der quasi revolutionären Geschehnisse. Sodann befindet sich Deutschland außenpolitisch durch die Friedensverhandlungen weiterhin unter Druck. Beide Handlungsabläufe sind interdependent. Das heißt, die Siegermächte nehmen ihrerseits Einfluss auf die innere Neukonstituierung Deutschlands, die jetzt ansteht, respektive sie erheben Forderungen, in welchem Rahmen dies zu geschehen habe. Ein Interesse an einer völligen Neuordnung besteht weder auf Seiten der Siegermächte, noch auf Seiten der SPD-geführten Regierung, noch auf Seiten des nach dem Abgang des Kaisers Kopf- und Führungsgelos gewordenen, gleichwohl unvermindert selbst referenziellen deutschen Staat. Auf Seiten der Aufständischen gibt es Strömungen, die einen radikalen Systemwechsel nicht bloß mit Blick auf das politische System, sondern auf die Sozialordnung, also die Besitzverhältnisse nach sowjetischem Muster anstreben. Die zuletzt ungeheuerlichen Zugeständnisse, zu denen sich der deutsche Staat in Versailles bereit erklären wird, sind dieser Interesse- und Gemengelage geschuldet. Wir wollen hier noch einmal in der Rückschau auf die Ausgangslage vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges blicken. Damals hatten wir ein wirtschaftlich und militärisch starkes deutsches Reich, das vor Kraft strotzte, sich von den anderen europäischen Mächten eingekreist fühlte und Expansionsbestrebungen entwickelte. Zugleich war dieses wirtschaftlich und militärisch starke Deutsche Reich in der Mitte Europas mit beispiellos schwachen politischen Führern und Funktionseliten ohne Augenmaß geschlagen. Im Innern brodelte der unterdrückte Konflikt um die politische Partizipation breiter Bevölkerungsschichten seit dem Vormärz und ist durch das Heranwachsen eines industriellen Proletariats und seiner politischen Vertreterorganisation noch einmal potenziert worden. Eckart Kehr sieht darin, wie wir weiter oben bereits bemerkt haben, den eigentlichen Grund für das Treiben des Kaiserreichs in den Krieg. Die große Schlacht gegen die äußeren Feinde sollte die zutiefst desintegrierte deutsche Gesellschaft im Innern durch Gewalt nach außen und nicht durch Reformen ein. Dies hat zunächst auch funktioniert. Der integrierende Effekt einer politischen Theologie für den, der ihren allzu simplen Dichotomien Freund-Feind, Gut-Böse, wir, die anderen auf den Leim geht. Die Sozialdemokratie war ihr auf den Leim gegangen und ließ sich angesichts der äußeren Bedrohung für eine Burgfriedenpolitik im Innern einfangen und richtete sich ideologisch neu aus. Der sogenannte organisierte Kapitalismus bei Hilferding, der letztlich mit der Kriegswirtschaft schon ins Werk gesetzt worden war.
Dies wiederum ließ nichts Gutes für die Zeit der Neuordnung erwarten, die jetzt ansteht. Und ausgerechnet unter dieser attentistischen Sozialdemokratie erfolgen soll. Es wird exakt und präzise diese SPD sein, die heute von einem Jubiläum ins nächste vegetiert. Sie hatte sich in Wahrheit schon vor 100 Jahren selbst überlebt. Was wir in alledem aber nicht vergessen sollten, ist unsere Grundunterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft. Die Gesellschaft ist Spielball der Ereignisse. Sie ist nicht in den Krieg gezogen. Sie besitzt keine Geschütze, Kanonenboote, Schlachtschiffe, Kreuzer, U-Boote, kein Senfgas, keine Kampfflugzeuge oder Tanks. Das war der deutsche Staat. Am wenigsten hat noch das Proletariat, angeblich von der Sozialdemokratie repräsentiert, die Kriegsanleihen gezeichnet, die die Mehrheit der Sozialdemokratie dann wieder und wieder bewilligt hat. Sie waren es aber in erster Linie, die unteren Schichten, die im Feld den Blutzoll für diese Politik zu entrichten hatten. Die arbeitende Bevölkerung hatte überhaupt gar keine Aktien in diesem Krieg. Es waren die Kapitalrentner, die etwa durch Zeichnen der Kriegsanleihen auf einen Expansionserfolg gewettet hatten und ihre Kapitalinteressen verfolgend der illusorischen Idee eines Siegfriedens anhängen mussten. Hätte die deutsche Sozialdemokratie tatsächlich die Interessen der deutschen Arbeiterschaft vertreten, so hätten sie als immerhin stärkste Fraktion im Reichstag den Kriegskrediten zu keinem Zeitpunkt zustimmen dürfen. Man soll das nicht vergessen. Dass Karl Liebknecht bei der Abstimmung über die zweite Tranche der Kriegskredite am 2. Dezember 1914 der einzige Abgeordnete gewesen ist, der die Zustimmung verweigert hat. Die politisch unreifen und in die Irre geführten Massen wussten doch gar nicht, was ihnen geschah. Woher hätten sie auch die politische Urteilskraft nehmen sollen unter der staatlichen Pressezensur und in einem durch Klassenprivilegien geprägten Bildungssystem. Sie haben sich durch die Propaganda und die Professorenaufrufe und die den Burgfrieden haltenden Sozialdemokratie für den Krieg begeistern lassen. Die Delegitimierung des Staates erfolgte dann auch weniger durch politisches Räsonnement, als vielmehr durch leere Mägen und kalte Füße. Man soll das dieser Tage eingedenk halten. Es sind die ganz unideologischen ökonomischen Engpässe und Verwerfungen, die die Menschen schließlich aufbegehren lassen. Dann aber befindet sich die Krise bereits in ihrem manifesten Stadium. Politische Urteilskraft auf Seiten der Regierung und der Regierten sollte ein solches Szenario gerade verhindern helfen. Spätestens Ende 1915 wurden erste Versorgungsengpässe bei den Lebensmitteln spürbar und setzten sich durch die Hungersnot 1916-17 im Steckrübenwinter fort. Das bereits 1916 gegründete Kriegsernährungsamt griff drastisch in Wirtschaftskreisläufe ein, ohne noch die Versorgung sicherstellen zu können. Bei Ulrich Kluge lesen wir, wie die entgrenzten Eingriffe des Staates in alle gesellschaftlichen Lebensverhältnisse in keinem Verhältnis standen zu dem Erfolg, den diese Maßnahmen hatten. Ein klassisches Delegitimationsszenario des Staates durch staatliches Handeln. Quote: Der Staatsumsturz im November 1918 findet seine Erklärung sowohl in Kriegsmüdigkeit und militärischem Zusammenbruch als auch in den unzureichenden Versuchen des kaiserlichen Staates, Ökonomie und Gesellschaft zu organisieren und zu integrieren. Die allgegenwärtigen Behörden setzten sich bei ihrer reglementierenden Tätigkeit in nahezu allen Daseinsbereichen angesichts wachsender Erfolgslosigkeit bei der Erfüllung berechtigter Erwartungen massiver Kritik aus. Endquote. Das ist eine Blaupause für das, was gerade geschieht.
Mit den Anfang 1918 einsetzenden Massenprotesten, den Befehlsverweigerungen Ende Oktober 1918 und den folgenden massenweisen Arbeitsniederlegungen fiel dann die Gesellschaft spät genug einem von Anbeginn würdelosen Treiben in die Speichen. Sie, die Gesellschaft, würde es am Ende des Krieges wie am Ende eines jeden Krieges auch sein, die seine Lasten und seine Kosten zu tragen hat. Nicht der im holländischen Exil durch das Land Preußen 1926 auch noch großzügig abgefundene Kaiser. Er hätte nach dem Versailler Vertrag eigentlich ausgeliefert und ihm als mutmaßlichen Kriegsverbrecher der Prozess gemacht werden sollen. Die Niederlanden, vielmehr der Großadel, hielten die Hand über ihn und verweigerten die Auslieferung. Auch nicht behelligt worden ist der zeitweilig im schwedischen Exil schriftstellernde politische und militärische Hasardeur Ludendorff. Er hätte neben Bethmann Hollweg, Hindenburg und 895 anderen als mutmaßliche Kriegsverbrecher eingestuften Personen ursprünglich ausgeliefert werden sollen. Sie alle blieben auch vom deutschen Gerichten ungeschoren. Wie die deutschen Professoren, die unverantwortlich in den Krieg gehetzt hatten und weiterhin im Staatsdienst am warmen Schreibtisch saßen. Auch Alfred Tirpitz, dessen hochgerüstete Kriegsflotte viel zum Ausbruch des Krieges beigetragen hatte, aber wenig ihn zu gewinnen, befand sich auf der Liste der mutmaßlichen Kriegsverbrecher. Keine persönlichen Konsequenzen. Und entbehrungsreich ist es auch nicht für die deutschen Großindustriellen geworden, die von der schöpferischen Zerstörung, die ein Krieg immer mit sich bringt, von diesem wie von jedem weiteren Krieg profitieren sollten. Es ist diese faktische Monstrosität, dass nicht die verantwortlichen Entscheider des deutschen Staates, sondern die breiten Massen die Kosten für deren Fehlentscheidungen zu tragen haben, die später im Rahmen der Geschichtspolitik des BRD-Staats noch einmal ideologisch überbaut werden wird. Indem das Volk nicht allein die Schulden des Staates zu tragen hat, sondern ihm seither auch moralisch die Schuld des Staates und seiner Funktionseliten aufgebürdet werden wird. Wir werden diese Verkehrung ganz deutlich an der Person des ersten Bundeskanzlers aufzeigen können und danach an denen, die folgen werden. Max Weber, der in seiner Analyse von Klasseninteressen, die er natürlich auch selbst hatte, absehen konnte, er verlangte diese intellektuelle Redlichkeit sich selbst und jedem Ernstzunehmenden gegenüber ab, sah die perfide Anklage der moralischen Schuld, welche seither auf der deutschen Gesellschaft lasten würde, bereits vor 100 Jahren. Karl Jaspers berichtet uns davon. Quote: 1919 schien ihm eigentlich alles, was ihm Größe der Nation war, gestürzt. Er meinte, die sittliche Verlorenheit dieses Volkes sehen zu müssen. Vor dem Kaiser, der ein Dilettant ohne Würde war, habe die Nation sich gebeugt. Jetzt halte sie den blutigen Karneval des Zusammenbruchs für Revolution und sei noch stolz darauf. Nun drängten diese Menschen nach Versailles, um mit dabei zu sein, während jeder Deutsche suchen müsste, fern sein zu können, wo diese Verhandlungen und Szenen vor sich gingen. Die schlichte Anständigkeit, die wir besaßen, scheint verloren. Und es gäbe gar unter denen, die politisch wie militärisch Fehler gemacht hätten, deren Folgen dieses Volk mit einziger Kraft 4 Jahre ertragen hatte, solche, die diesem zertretenen Volk noch vorwerfen, dass es heimtückisch von hinten oder in feigem Versagen den Sieg unmöglich gemacht hätte. So sprach Max Weber mit tiefem Grauen, als er aus Versailles zurückkehrte, wohin die Regierung ihn zur Ausarbeitung eines Gutachtens über die Annahme oder Ablehnung der Bedingungen dann zur Mitarbeit an einer Note über die Schuldfrage gerufen hatte. Er aber,
der nun in Augenblicken wahrhaftig nichts mehr sah, weder in der Höhe noch in der Tiefe der Nation begriff. Was wurde, das war für Menschen zu viel. Unmenschlich, da Anklage zu erheben. Endquote. Es war mit dieser deutschen Nation, und das hatte Max Weber in jenen dunklen Stunden erkannt, schon vor mehr als 100 Jahren zu Ende. Und ich sage verschiedentlich, dass Max Weber der letzte deutsche Patriot gewesen ist. Der letzte, wo das in Ehre und Anständigkeit noch einen Sinn machte, diesen Begriff zu benutzen. Seither nicht mehr. Nächstes Mal machen wir dann weiter mit der Konstituierung eben dann der Weimarer Republik. In Freiheit und Verantwortung werden wir und vergehen wir. In Freiheit und Verantwortung spreche ich diese Worte. In Freiheit und Verantwortung nehmet sie an oder verwerfet sie.